Ey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und jeder von euch kennt vielleicht diese Situation, ihr seid Top-Tier, ihr denkt euch, ihr nehmt eine aggressive Position ein oder ihr versucht zumindest im Spiel euren Stempel aufzudrücken und auf einmal hat sich das gesamte Gegnerteam verschworen und will nur euch tot sehen. So, zwei Runden habe ich jetzt für euch dabei. Es sind eigentlich Runden, die zu sehr guten Runden geworden sind. Nicht, weil ich besonders gut gespielt habe, sondern weil das Gegnerteam mit dem Schaum vor dem Mund wie eine Horde Zombies versucht hat, mich zu töten. Und ich würde sagen, mehr will ich auch gar nicht spoilern. Wir gucken uns das mal an. Ich sitze in meinem P43 Ter. Das ist der 7er italienische Medium. Ich war gerade dabei, den mal in Richtung dritte Gunmark zu bringen, weil ich den lange nicht gefahren bin und auch regelmäßig Tier 7 zum Aufwärmen nutze. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele italienische TDs da eigentlich im Gegnerteam sind. Zwei Bassottos, vier Simovente, dann haben wir noch eine Su-85, also jede Menge TDs. Ich denke, ihr werdet schon ähnliche Eindrücke direkt nach dem Patch in der Tierstufe gemacht haben. Und dann steht da halt einfach mal random so ein 12-Ton rum. Man denkt so, ja, okay, nimmt man gerne mit. Und da kommt schon der erste Bassotto, der uns hier tot sehen will, klatscht uns erstmal schön 251 ins Gesicht. Und bevor ich hier oben angekommen bin, hat man jetzt schon gesehen, der nächste Simovente. Also fünf Panzer stehen hier und warten bereits auf mich. Jeder hat vielleicht so ein bisschen gehört, italienische TDs, die muss man sehr, sehr aggressiv spielen. Einige treiben das hier auf die Spitze. Von der anderen Seite kommt dann auch noch ein Bassotto. Und in der Situation habe ich dann eigentlich schon die Runde für mich abgehakt, weil die Gegner, wie gesagt, wie Piranhas, wie Zombies auf mich draufgestürzt sind. Ein bisschen Panzerung hat der P43 Terrier. Und vor allem dadurch, dass wir Top-Tier sind, kann uns jetzt hier nicht alles durchschlagen. Ihr seht aber gerade, dass sich die Ereignisse hier überschlagen. Also ganz, ganz wilder, mal ganz, ganz wilder Push hier. Jetzt, wo ich mir das zweite Mal angucke, bin ich ehrlicherweise noch aufgewühlter als das erste Mal, wo ich das gespielt habe. Weil beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, da hatte ich die Runde halt schon so ein bisschen abgeschrieben. 1700 Schaden haben wir hier mal ganz kurz innerhalb der ersten zwei Minuten gemacht. Ihr seht, es sind noch nicht mal zwei Minuten rum gewesen. Und das Gegnerteam hat sich bereits mit fünf Leuten auf mich draufgestürzt. Die meisten davon sind tot. Dadurch haben wir jetzt auch einen Kanonenvorteil von drei Kanonen. Macht vier Kanonen draus. Wir haben selber deutlich mehr AP. Der Bassotto wollte jetzt auch nochmal ein Schüsschen machen. Den können wir hier rausnehmen. Also auch nochmal Unterstützungsschaden. Schaden gemacht. Und die Runde sieht nicht zuletzt deswegen so gut und gewonnen aus, weil die Gegner einfach nur um jeden Preis uns tot sehen wollten. Ich meine, würde ich sagen, 95% der Fälle, wenn euch so viele Leute pushen, seid ihr dann auch tot. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, einfach weil ich am Anfang gesehen habe, oh, 7 TDs in der Runde, da kann man vielleicht als Medium dann ein bisschen aggressiver eine Position einnehmen, dass mir dann wirklich das gesamte Gegner, übertrieben gesagt, das gesamte Gegnerteam entgegengejodelt kommt. Davon bin ich nicht ausgegangen und auch darauf solltet ihr euch auf der Stufe einstellen, dass die Leute versuchen, ihre italienischen TDs so aggressiv wie möglich zu spielen. Und dann müsst ihr vielleicht, wenn so viele TDs in der Runde sind, euch eine andere Strategie überlegen. Oder ihr sagt, ey, ich riskiere alles und fahre dahin. Ich finde, das macht es relativ schwer im Moment, die Meta einzuschätzen. Gerade jetzt, wo so viele Leute die italienischen TDs grinden. Weil die eine Hälfte spielt sie so, wie man sie nicht spielen sollte. Also irgendwo hinten an der Redline wartend auf ihre Ziele. Und dann habt ihr aber auch Runden wie diese hier. Da werden die völlig überaggressiv gespielt, um jeden Preis Tote sehen. Also sehr, sehr schwer einzuschätzen. Die sind natürlich auch neu. Ich denke, man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen. Und wir werden jetzt auch nur in der Anfangszeit, denke ich, so eine krasse Grind-Phase sehen. Jeder hat jetzt irgendwie angefangen, diese Reihe zu grinden. Das wird sich früher oder später so ein bisschen relativieren. Und dann werden die Matches auch wieder anders. Ich denke, das ist halt immer so, wenn eine neue Reihe ins Spiel kommt, dann sieht man am Anfang immer sehr, sehr viele davon auf allen Tierstufen. Und dann relativiert sich das irgendwann. Ja, 2500 Schaden, 770 Schaden geblockt, 3 Kills, 900
67 Unterstützungsschaden. Und das war tatsächlich mehr, als ich mir hier in der Runde erhofft hatte, weil eigentlich so viel HP gar nicht vorhanden sind, wenn man gegen 6er und 5er spielt. Ja, aber ich fand alleine der Moment unten im Wassergraben zeigenswert. Das hat auch wieder gezeigt, niemals aufgeben, immer schauen, dass ihr euch so hart wie möglich wehrt, dass ihr nicht zu einem Freifrag werdet. Und wenn ihr dann ein bisschen Glück habt und euer Team euch hilft, dann könnt ihr solche Situationen auch überleben und am Ende kommt eine gute Runde dabei raus. Ja, gehen wir mal 3 Tierstufen nach oben. Vom Grundsatz her ist das das gleiche Ausgangsszenario. Wir sind Top-Tier, wir wollen wieder eine wichtige Position besetzen, beziehungsweise nicht irgendwo uns hinten verstecken in so einem 10er-Match, wo ihr auch gegen 9er und 8er fightet, sondern ihr wollt das Gefecht zum Gegner tragen. Wir haben im Gegnerteam 2x Minotauro, die sind auch noch zusammen im Platoon. Und ich habe mich dazu entschieden, 7er, 8er Linie zu fahren, also in die Heavy-Gasse. Man hätte jetzt natürlich auch sagen können, in die Mitte. Es ist eigentlich wahrscheinlich auch 50-50, wo die Minotauro jetzt auftauchen. Wir haben hier einen T-77, der mit uns mitfährt. Wir haben einen Leopard PTA, der mit uns mitfährt. Forsch 155 ist dabei und so wie es ausschaut, wie Pera. Also 5 Panzer, ich habe mich eigentlich ganz gut damit gefühlt, hier jetzt loszulegen. In die Mitte fahren die 75, 2684 und 2684. Hätte mich natürlich gefreut, wenn die hier mitgekommen wären. Aber, tja, wir müssen quasi erstmal schauen. Badger 12 Tonnen ist natürlich jetzt noch kein angsteinflößender Gegner. Brauchen wir uns jetzt keine großen Gedanken machen. Leopard PTA, sehr, sehr übermütig da jetzt nach oben zu fahren. Will vielleicht einen First Shot setzen. Man kann das dann aber nicht so einschätzen. Wie sind die Leute drauf? Er fängt sich gleich erstmal ein dickes Brett von dem gegnerischen AMX. Der gegnerische AMX piekt hier hoch. Ich kann ihm oben in die Schulterplatte schießen. Und jetzt in diesem Moment ist eigentlich schon klar, was hier gespielt wird. Das Gegnerteam ist hier mit wesentlich mehr Kräften am Start. TNH, dahinter noch ein Burask, Forsch 155. Jetzt sind die Minotauro auch hier. Wenn ein Minotauro da ist, dann sind auch beide Minotauro da. Und das bedeutet in dem Fall für uns, das kann eigentlich nur bedeuten, bei der zahlenmäßigen Unterlegenheit, Abfahrt weg hier. Der T-77 hat das auch geblickt. Der Leopard hat eigentlich genug Möglichkeiten, jetzt hier auch noch auszuweichen. Aber gegen so eine übermäßige oder gegen so eine zahlenmäßig überlegene Mannstärke vom Gegnerteam habt ihr einfach keine Chance. Ihr müsst dann zusehen, dass ihr irgendwo eine Auffangstellung bezieht. Ganz bis hinten in die Base will ich nicht fahren. Hier kann ich einigermaßen Halldown spielen. Die Gegner müssen von unten nach oben auf meine Position anrücken. Und wenn sich gegebenenfalls zum Beispiel der Stritzwahn noch umpositioniert, dann kann er hinten aus der Base mir hier helfen. Ich habe versucht, jetzt dem Leopard PTA noch zu sagen, er soll sich zurückziehen, aber tja. Das ist dann ehrlicherweise auch in meinen Augen jetzt nicht irgendwie jemand im Stich lassen, sondern das ist dann einfach Schadensreduzierung. Wenn einige Leute sich in den Tod jodeln wollen, okay, dann müssen sie das tun. Ich denke, Leopard PTA mobil genug, um da auszuweichen. Und wenn wir einfach sehen, dass da viel zu viele Gegner kommen, dann muss man auch in den sauren Apfel beißen, so hart das klingt, und dann sagen, ja, okay, komm, ich ziehe mich hier raus. Einfach, um überhaupt noch eine Chance zu haben, in der Runde mitzuspielen. Ich weiß, einige haben dann immer so einen falsch verstandenen Heldenmut. Es bringt eigentlich überhaupt nichts. Und ich mache das leider auch viel zu häufig, muss ich auch dazu sagen. Also die Leute, die meinen Stream regelmäßig gucken, die merken immer, dass ich da so einen Struggle habe, weil ich dann mich auch häufig ärgere, dass ich dann da geblieben bin, weil ich niemanden im Stich lassen will. Auf der anderen Seite kann man nicht jedem helfen. Und wenn die Leute selber nicht sehen, dass sie sich da rausziehen sollen, und wenn man ihnen dann sogar noch anpingt, komm, bitte mach Rückzug und die trotzdem weiter fighten, dann kann man es häufig nicht verhindern, aber da muss man sagen, okay, wir begrenzen hier den Schaden, wir ziehen uns raus, wir halten unseren 10er Heavy im Spiel, weil eure Kanone ist in der Situation essentiell, um hier noch quasi in der Runde den Sieg davontragen zu können. Also dieses Thema auch zu erkennen, wann man in der unterlegenen Position ist, wann man zahlenmäßig auf der Flanke unterlegen ist, um dann die Rückschlüsse daraus zu ziehen, auch mal auszuweichen, eine neue Position zu beziehen. Und diese hier, wo ich jetzt stehe, ist natürlich deutlich stärker. Erstens halte ich die Gegner alle gespottet für die Base und da hinten steht jetzt der Stritzwahn, der kann hier mit reinlöten.
einige Leute sind jetzt hier sehr, sehr übermütig. Also Tiger 2 da jetzt gegen zu pushen, ja, okay, kann man machen, muss man nicht machen. Aber ich denke, besser dahin fahren, als jetzt in den Minotauro rein. Das ist nämlich mein Job. Der Minotauro wurde jetzt hier gespottet. Der andere Minotauro hat sich Gott sei Dank schon direkt mit selbst wegzerlegt. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, oder? Also, dieses Thema, ja, kollegial sein, ja, Teamplayer sein, aber nein, nicht den Panzer wegschmeißen. Teamplay sollte nur dann passieren, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt an der Position auch gewinnen. Weil sonst bringt es dem Team auch überhaupt nichts, sondern ihr erweist dem Team dann quasi einen Bärendienst. Und hier habt ihr jetzt ja eben gerade gesehen, das ganze Gegnerteam wollte nicht nur mich, sondern auch die drei anderen Peoples, die mit mir auf die Flanke gefahren sind, tot sehen. Beide Minotauro, der Fosch, also im Prinzip alles, was das Gegnerteam an Zehner hatte, ist damit aufgetaucht, plus eine ganze Menge an Achtern. Der Push ist jetzt sehr, sehr krass im Sande verlaufen. Ne? Auch VK101P, Burrask, Badger 12 Tonnen. Also da sind einige Leute direkt geplatzt. Und ich denke, dass es wirklich, wirklich wichtig war, da diese Auffangstellung zu beziehen. Und somit haben wir dafür gesorgt, dass wir jetzt hier HP-technisch sehr weit vorne liegen. Und dass wir tatsächlich jetzt hier nur noch Reste aufwischen betreiben. Ja, die Runde ist eigentlich gewonnen, nicht zuletzt, weil das Gegnerteam, wie gesagt, verheerend da in unsere Auffangstellung reingepusht ist. Das Ganze wäre anders gelaufen, würde ich jetzt mich aus dem Fenster lehnen. Wenn ich da stehen geblieben wäre, dann wäre ich nämlich genauso wie die Forschung und der Vipera einfach von 6 Leuten oder 7 Leuten, war, ich glaube 7 war es sogar, überrannt worden. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht passiert. Ja, da sind alle jetzt an dem SDR1 vorbeigefahren. Witziger Typ. Aber dann kassiert er jetzt. Er schießt in das Heck vom E75 Heat und bounced die Heat im Heck vom E75. Auch nicht schlecht. Man hat aber in diesem Replay auch wieder gut gesehen, was der AMX M4 54 jetzt für ein absolutes Powerhouse geworden ist. Ne? Die Panzerung, wenn ihr sie Halterung hinstellt, wirklich solide. Die Kanone, einfach ein Traum. Bedeutet aber trotzdem, gerade diese Minotauro, ja, die haben 10 Grad Gun Depression, sind Halterung nicht zu knacken. Und wenn ihr dann hier in dieser Position steht, ich denke, jeder, der so ein bisschen ein Spielverständnis hat, der weiß, wovon ich rede, das wäre da extrem schnell, extrem vorbei gewesen. Ja, der AMX ist ja auch schon gepusht. Also wir können auch mal ganz kurz überlegen. AMX war da, Fosch war da, die beiden Minotauro, es sind schon mal 4. Der TNH war da, 5. Dann war der VK101P da, Burrask war da, Badgett war da. Also das wäre für uns, wie gesagt, nicht gut geendet. Und da, wie gesagt, da appelliere ich an euch, wenn ihr solche Runden dann auch mal gewinnen wollt und nicht quasi 2 zu 15 überrannt werden wollt, dann müsst ihr irgendwann auch mal in den sauren Apfel beißen und sagen, so, ich kann hier nicht fighten, wir können das hier nicht gewinnen, ausweichen, neue Position beziehen. Viel zu häufig sieht man das, dass die Leute dann einfach da stehen bleiben, wie der Leopard PTA, der hat es eigentlich ganz gut vorgemacht, hatte alle Zeit der Welt wegzurennen, hat da aber es vorgesehen, da weiterzukämpfen und ist dafür dann gnadenlos geschlachtet worden. Der Vipera, denke ich, wäre nicht wieder weggekommen. Der Fosch wäre auch mobil genug, um sich da irgendwie rauszuziehen, aber mein Gott, so ist es halt. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde, die ihr gesehen habt, im P43 Ter war ein Panzerass. Wir haben die Patrol Duty Medaille bekommen für unsere Scout-Arbeit. Wir haben die Stahlwand bekommen im P43 Ter, kriegt man die auch nicht so oft. Und Großkaliber, 2583 Schaden, 3 Kills, 967 Unterstützungsschaden. Also das hat auf jeden Fall geschmeckt. Gucken wir mal ganz kurz hier drauf. Wir haben Top-Schaden gemacht, 1245 Basis-XP, 14 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 13 Mal penetriert. Man muss dazu jetzt natürlich sagen, war auch alles quasi Nahfight. War ja eigentlich schon fast wie im Schützengraben mit Klappspaten und Bajonett aufgepflanzt. Also das war auf jeden Fall eine Runde, die ich
die ich würde nicht sagen, sehr gefeiert habe, weil ich habe da kurz einen Herzkasper bekommen, aber am Ende sagt man dann natürlich so, uff, wie konnte ich das eigentlich überleben? Die zweite Runde war auch ein Panzerass, Großkaliber haben wir gemacht, 883 Unterstützungsschaden, 2620 Schaden geblockt, 7869 Schaden, 4 Kills, gucken wir hier ganz kurz drauf, 1316 Basis-XP. Ja, und der T-77, der es geschafft hat, sich da mit uns rauszuziehen, hat auch auf jeden Fall überlebt und noch eine brauchbare Runde gehabt. Ja, der Leopard PTA, ein Schuss geplatzt, SMV Vipera, 0 Schaden, Fosch, ein Schuss. Wie gesagt, man muss da dann irgendwann auch zeitnah realisieren, dass man sich da vielleicht rausziehen sollte. Der AMX im Gegnerteam auch eine gute Runde gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass das Gegnerteam freiwillig war. Aber die sind dann ehrlicherweise, man kennt das ja aber auch selber aus anderen Runden, man überrennt einfach eine Flanke und dann wird man irgendwie kopflos und pusht einfach weiter, anstatt mal den Moment Pause zu machen, zu überlegen, okay, was machen wir da jetzt eigentlich gerade? Sondern dann geht es einfach mit dem YOLO-Train weiter. Wie in der ersten Runde, Schaum vor dem Mund. Und wenn man dann eine gute Position gefunden hat, wie wir in der Situation, dann kann man diesen YOLO-Train ganz gut abfarmen. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch ein bisschen auch von der Positionierung, vom taktischen Ansatz her ein bisschen was mitgeben konnte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!